Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns zwei beiden. Ich will nur kurz hier hinschwenken, weil der Uwe nämlich gerade wieder zurückgekommen ist von Aldi. Und ja, macht da Licht, danke. Und wie ich ja im letzten Video gesagt habe, wollten wir uns diesen Dampfbesen holen und den hat Uwe heute Morgen direkt geholt. Und den wollte ich euch eben zeigen, weil er ja auch noch zwei, drei Sachen mehr geholt hat. Ich drehe euch mal um. So, da ist das gute Stück, der Dampfbesen. Hat 1500 Watt. Einen Wassertank von 450 Millilitern und braucht nur 25 Sekunden zur Aufwärmzeit. Pro Tankfüllung hast du 26 Minuten. Also das reicht dann mal locker für ein oder zwei Zimmer. Und den probieren wir auf jeden Fall nachher noch gemeinsam aus. Ja, es gab den in Blau oder in Grau. Wir haben uns den jetzt in Blau geholt. Sah irgendwie interessanter aus. Dann hat der Uwe noch drei Äpfel für mich mitgebracht. Die sauren. Ne? Je saurer ein Apfel ist, desto weniger Kalorien hat er. Und für Kira hat er natürlich auch wieder ihr Leckerzeug mitgebracht. Immer von Alnutra. Oh, hier seid ihr. Rindfleisch. Dann Entenfleisch und Hühnchen. Ja. Und für meine Sucht Moreno Kaffee Espresso 100% Arabica in der Monat Stärke 4. 5 ist ganz kräftig und wir haben halt 4. Ja, den liebe ich und den trinke ich sehr, sehr gerne und den gibt es hier auch gleich. Genau. Ja, diesmal so ein Hands-on, weil es ja auch viel zu wenig ist, um sich jetzt da extra hinzusetzen. So. Uwe packt aus. Geht nicht. Ha! Der Trichter. Das ist ein Putzlappen mit bei. Vorsicht. Und ein Wasserbehälter. Und was ist das hier? Das ist eine Pieknadel. Zwei Stück. Na, Mikrofaser hast du, ne? Mikrofaser, ja. Da drinnen noch. Nicht. Ja? Nicht. Da war bestimmt der Pieker. Die Schraube ist hier noch drin. Ach so. Das ist die Schraube. Das ist die Beschreibung. Die habe ich schon wieder verloren. Ah. Das ist der Teppichgleiter garantiert. Bestimmt. Das ist garantiert der Teppichgleiter. Jetzt kommt das ganze Gerät. Ach hey. Ach hey, ach hey, ach hey. Oh, eine schöne Verlängerungsschnur, kann ich gebrauchen. Das hat sie irgendwie so bald kaputt. Du, hallo. Oh Gott. Der ist leer. Ah, hier kommt der dran. Ja, was ist denn? Das ist der Fuß. Der ist um hier. 360 Grad, glaube ich, schwenkbar. Kann das ja, sein? Ja, das kann sein. So. Wie der sich drehen lässt, ja. Gut, das hinhauen. Ach, und hier kommt dann gleich so ruf. Tuch. So sieht das aus. Aha. Jetzt packe ich das mal aus. Uh,
sieht das Ding aus. Sieht nicht schlecht aus, das Teil. Das Kabel, ey. Ah. Das ist aber leicht. Das ist ein leichter Teil. So ist das, sieht er aus, wenn er zu, auseinander ist. Und kannst ihn zusammenklappen, ne? Ja. Da wusste die Punkte da, genau. Hier randrücken. Und dann ist er platzsparend zusammenklappbar. Und das ist der Knopf zum Einstellen. Vermute ich mal. Na, wie viel Dampf, ne? Ja. Und? Ich suche die ganze Zeit hier irgendwie, wo steht, wie schwer das Ding ist. Also so schwer ist es nicht, ich kann annehmen. Hier ist der Tank. Das stimmt, das ist das Wasser. Ach so, dann kommt das. Der Trichter. Herr Richter, was spricht da der Herr Trichter? Ach, hier ist gleich das Maß drauf. Ein Maßbecher. Und dann drin. Gut, gut. So, wir haben gerade versucht, den Wassertank abzukriegen. Das war ja wirklich eine Kunst, ne? Ja. Weil das echt nicht beschrieben ist. Nee. Aber Uwe hat es geschafft und wer sich den Besen auch jetzt geholt hat und das auch irgendwie nicht schnallt, wie das abgeht, ganz einfach, aber Uwe zeigt es. Den Stöpsel abmachen vom Wassertank, wo es gefüllt wird, das Wasser, Zeigefinger rein und hochgezogen. Reingedrückt dabei und hochgezogen. Und das war's. Der Zeigefinger tut gute Dienste. Und so ist er doch drin. Randrücken. Und runterschieben dabei. Und das war's. Steppst du rauf und dann kann er losgehen. Das muss man ja jetzt auch erstmal wissen. Ne? Ja. Was ich ein bisschen doof finde, dass, dass ich jetzt irgendwo nirgendwo sehe, wo ich zum Beispiel so eine Mikrofasertücher nachkaufen kann. Früher war das bei Aldi immer so, wenn man sich solche Geräte gekauft hat, dass du dann halt auch Ersatzteile kaufen konntest. Ja, mal gucken. Entweder sind die alle enorm, das ist ja alles, was du da für ein Dreieckstuch nimmst. Das oder? Stimmt. Das sieht doch auch. Weil ich hätte schon gerne noch ein paar Ersatzdinger. Vielleicht etwas weichere noch. Ja. Und, weil das ist ein sehr hartes Mikrofasertuch, muss ich mal sagen. Genau. So, dann wollen wir mal gucken, was wir heute noch machen. Mal sehen, vielleicht, der Uwe hat mir ja nicht meine Herbstkiste hochgebracht. Vielleicht bringt er sie mir heute hoch. Schmeiß weg, Schatz. Ja, ich rufe ihn rein. Wir wissen ja, wo er steht. Wo es noch welche gibt. Dass ich Herbstdeko machen kann. Und wenn es nicht in diesem Video ist, dann halt im nächsten. Ne? Ich wünsche euch einen recht schönen guten Morgen. Wir heute Fenster putzen. Reif sind sie. Heute soll es schön werden. Den ganzen Tag soll Klärchen unterwegs sein und dann gedacht, das nutzen wir gleich aus und wir wollen ja wieso dekorieren, herbstlich und schon haben wir saure Sicht. Für Neuankömmlinge habe ich ein Scherentuch, die Scherentücher, die halt spezielle, was heißt spezielle, sind alte, ja, die ganz guten. Ja, das sind die ganz guten. Die reichen dafür. Die werden gewaschen ohne Weichspüler. Ganz einfach. Und ich habe keine Klieren, nichts. Spinnewebe abgefegt erstmal. Und jetzt werde ich anfangen mit Putzen.
Fall Aktion. Wie gesagt, jetzt sehe ich erstmal mit Kira eine Runde. Und danach mache ich dann, wird frisches Wasser natürlich genommen und dann kommt die Tür ran. Die muss ich ja auch noch machen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr, weil ich erst mit dem Hund gehe. So, wir sind wie versprochen unsere Pullerwiese. Pullerjank machen, so. Madame hat eben ihr großes Geschäft erledigt. Hier ist der Kanonenbeutel. Ja, und sie schnuppert am Gras. Zeig euch das mal. Und frisst Gras wieder. Also, das blinkt. Hallihallo. Was beißt dein Flo? Ich hab ein Wort für einer. Oh Leute, ich hab, ihr habt es auch mitgekriegt, das ist der nächste Tag schon wieder. Ich habe so schlecht geschlafen und entsprechend fühle ich mich auch. Aber trotzdem wollten wir ja das Video mal zu Ende bringen. Ich wollte eigentlich ja heute Herbstdeko machen. Ja. Und der Uwe hat ja schon fleißig vorgelegt, der hat ja schon wieder den Glaser abkommen lassen. Das ist ja... Ja, das ist hier Wetterseite, ne? Das fällt sofort auf, wenn der Glaser da war. Ja. Ja, danke, mein Schatz, für Fenster putzen. Ja, wo bin ich ja nicht hin. Wer neu auf meinem Kanal ist und das nicht weiß, der Uwe putzt bei uns die Fenster, weil ich immer Schlieren drin mache. Obwohl ich das genauso mache, wie mein Schatz das macht, habe ich immer Streifen drin. Ich habe letztens erst wieder den Spiegel von meinem Schminktisch geputzt. Da muss der Uwe nochmal nach, ne? Das ist ja, ich krieg's nicht gebacken. Ich wollte eigentlich... Aber dafür kannst du gut kochen. Ja. Ich wollte euch eigentlich nochmal zeigen, was wir bei Woolworth geholt haben. Und zwar wollte ich ja so eine Filzläufer haben. Kann man jetzt ja wunderbar sehen. Ja. Ja, aber ich glaube... Meter lang. Farbtechnisch geht's gerade so. Da sind Herbstblätter drauf. Und das ist halt Filz. Finde ich total schön. Und haben gekostet 2,49. Sieht man das, Momentchen? Sieht man nicht. Doch, sieht man. Jetzt kicken. Genau. Haben wir ein helleres Rot, ein dunkleres Rot, weil wir uns nicht entscheiden konnten. Und im Schlafzimmer auf der Anrichte haben wir noch ein Grauet. Genau, so ein graumeliertes ist ja. Da, ne? Ja, und hier sind die gleichen Motive drauf, diese Herbstblätter. Und ich finde das total schön. Ist auch 1 Meter lang und 25 breit. Echt, das haben wir das? Das steht drauf. Ja, und auch 2,49 die Dinger. Also, wer sowas sucht, bei Woolworth wird man fündig, aber ich habe kein Dekosand gefunden. Da müssen wir nochmal woanders gucken. Da müssen wir nochmal kicken. Ich muss dich mal zu Make-Out. Wollte ich euch auf jeden Fall noch mal zeigen, dass das, diese Läufer, dass wir die gefunden haben, genau. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann hat mich ja Post erreicht. Es ist aber private Post. Ja. Ich habe da jemanden, mit dem ich, eigentlich habe ich zwei Mädels, ne, mit denen ich eine Brieffreundschaft habe. Und die eine, liebe Maus, hat wieder einen Brief geschickt. Genau, also das ist aber halt für mich zum persönlich, das ist, was da drin steht, das werde ich nicht vorlesen, aber die Andrea, die hat hier einfach was reingetan. Andrea, ich freue mich da wahnsinnig drüber und zwar... Ich auch. Ja, aber das ist ja eher für mich, oder du kannst natürlich auch einen... Nein, ich brauche sowas nicht. Meine Lippen sind geschmeidig. Und zwar von Yves Rocher, so ein Lippenbalsam, der getönt ist, ein getönter Lippenbalsam. Und nochmal, ja, wir müssen unsere Gesichter zudecken, damit man das sieht. Davon die Lippenpflegestoffe, und das ist ja, als wenn du das wusstest, Andrea, sensationell. Meine gehen nämlich gerade alle, die ich da noch habe, ne? Ja, und dann hat sie mir noch Masken eingepackt. Ich kann dir sagen, warum sie die Dinger dir die geschickt hat. Na. Du zeigst ja so Fälle und dann denken die immer ganz genau, wie hast du noch davon? Wie spröde meine Lippen sind vom Reden, wa? Ja. Und dass sie viel geschmeidig sprechen, haben sie gesagt, wir haben auch ein bisschen Lippenpflege mit Schicken. Und das nie jemand. Gibt dir diese zu kaufen?
Oh, wie schön, guckt euch das an. Ja, und zwar. Die hat sie zusammengeklebt. Ja klar, hier mit Washi-Tape. Na. Sind das alle Limited Edition Masken? Und zwar haben wir hier einmal Maske Sweet Melon. Fruchtige Frische mit Verwöhnheitsformel. Ja, mit Wassermelonenextrakt. Schnecki, das ist nichts für dich hier. Die Kira, die will auch wieder mit ins Bild. So, die, auf die freue ich mich schon, die hatte ich noch nicht. Dann hast du uns mitgeschickt die Maske Peach Eistee. Die haben wir schon mal gehabt, aber die war auch in Ordnung, da freue ich mich auch drauf. Dann, worauf ich mich richtig dolle freue, ist hier die Balea Feuchtigkeitsmaske mit Soforteffekt, erhöht die Hautfeuchtigkeit mit Aloe Vera und, da ist jetzt das Washi Tape drauf, und keine Ahnung, Moment, das kriegst du jetzt ja nicht ab. Moment. Thermalwasser, das ist diese hier, da freue ich mich extrem drauf. Und dann hatte sie geschrieben, was sie selbst nicht so gut vertragen hat, war Gesicht- und Lippenmaske, Kiwi-Extrakt oder sowas ist da drin. Ja, jetzt darf die Kira sich das auch mal angucken. Ist nichts zum Fressen, meine Süße. Ne? Ist deins? Hat du angeregt? Das haut sich Frauchen ins Gesicht und Herrchen. Ja. Du kleine süße Maus. Andrea, vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Überraschung. Damit habe ich ja nur ja nicht gerechnet. Und lustig ist ja, dass ja gerade ein Brief zu dir unterwegs war. Und da wusste ich ja noch nichts davon. Ne? Nee. Vielen, vielen, vielen und Dank. Warum? Sonst, weil der Brief zu langsam war. Sonst, ja, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht diesmal. Ja. Tanja? Kommt auch noch. Ja, genau. Wie gesagt, der Brief ist halt für mich, aber was ich total süß fand, was Andrea hier noch in den Steck hat. Andrea, ich zeig's einfach, ja. So ein Synonym für die Hummelgang, ne? Da war ja eine Hummel. Und da steht drauf, Hummel. Immer voll Geschäft, nee, immer voll geschillt, guckt in aller Ruhe die Gegend an, toller Sound, ne? Und dann hast du hingeschrieben so, tja, Hummelgang. Genau. Ja, und dann haben wir natürlich hier die Biene. Und für die Biene steht echter Bro. Voll fleißig mit Honig und so. Will keinen Stress, checkt nur ab, ob du krass die Blume bist. Das wird doch total süß. Dann haben wir hier natürlich die Wespe. Und bei der Wespe steht Assi pur. Aber voll, ey. Ja, kommt schon angeflogen mit Spruch, ey Alter, ich mach dich fertig. Ich hör's in meinen Ohren, wirklich, ja, also wirklich wahr. Und egal wo oder mit wem, sucht immer Stress. Genau. Und dann haben wir zum Schluss noch die Schwebfliege. Kann man das sehen? Ja. Und da steht Schwebfliege, voll das Opfer. Ja, trägt gerne Markenklamotten von anderen, macht einen auf super cool, kann aber gar nichts. Einfach das so klasse. Und natürlich die Hummel, ne? Ist ja logisch. Fand ich total süß. Vielen, vielen Dank. Ja, das war eigentlich das, was ich noch zeigen wollte. Ja. Eigentlich wollten wir, wie gesagt, heute noch herbstlich dekorieren, aber ich krieg das mit meinem Kopf nicht hin. Ich bin alle anderthalb Stunden die Nacht bin ich raus aus dem Bett und erstmal eine Runde wandern gegangen. Und wie gesagt, ich bin so geredet, ich schaff das heute nicht zu schmücken, aber morgen nur nicht heute, alle faulen Leute. Nein, aber das ist ja wirklich, mir geht das nicht so gut und dann soll man das ja auch nicht. Nein, dann soll man das nicht machen. Oh Gott, guck mal, ich lache mal hier ab, die Leute glauben das ja nicht, dass ich voll, guck mal, ich sitze an meinen Augen, hab dicke Augen. Ne? Das ja, ganz dicke. Auf jeden Fall werden wir morgen herbstlich schmücken. Morgen. Und da nehmen wir auf jeden Fall die Kamera mit. Die Kamera nehmen wir mit. Und dann werdet ihr das dann Mittwoch sehen. Und du kannst Mittwoch... Wenn er kickt. Wenn ihr kicken tut. Tuten tut der Nachtwächter. Ja, Nachbar.
Deiner auch? Ja. Meiner macht das. Ja. Und Uwe erzählt dann noch einen Schlag aus seiner Urgeschichte. Da hat er ja auch noch Erlebnisse gearbeitet. Ja, machen wir nicht jetzt. Das machen wir jetzt nicht. Sehen wir am Mittwoch dann alles, was der Uwe da erlebt hat. Ja. Schnick, schnack. Was erhoffst du dir denn? Ich muss mal kurz die Kira hier zeigen. Was willst du? Da ist kein Happenpappen für den Hund. Die hat wirklich Hoffnung. Kriegt was zu fressen. Ja. Der verhungerte Hund. Der arme verhungerte Hund, ja. So, meine Lieben, auch wenn wir gerade erst das Video quasi angefangen haben. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich kann euch aber in der Hand versprechen, dass ich nicht heute die Kamera mehr in die Hand nehme, weil ich so dicke Augen habe und mir tränt auch schon wieder alles. Das ist halt die Nacht, die ich hatte. Das war so eine furchtbare Nacht, dass ich auch gleich eigentlich hier das Video wieder beende. Aber wir haben ja noch Material gesammelt und der Uwe war ja heute, wie gesagt, auch fleißig und hat Fenster geputzt und da hat er bestimmt auch wieder mitgefilmt, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Und deswegen beenden wir gleich hier, oder Schnickschnack? Wir gehen gleich ein bisschen an die frische Luft, dass die Frauchen sich den Kopf durchpusten. Dass die Frauchen frische Luft kriegt. An den Kopf kriegt, ja. Genau. Die Atta wieder rein wird. Ja, genau. So, nichtsdestotrotz bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Teilen, Liken, Tralala und Hopsasa. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr könnt uns auch kostenlos abonnieren, da freuen wir uns sehr drüber. Stay strong und positiv, meine Lieben. Lasst euch von nichts und niemandem ärgern. Habt einen schönen Tag, egal wann ihr das seht. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann, Mann. Tschüssi. Ciao, bis nächstes Mal.